Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start mit der dritten Folge dieser doch eigentlich ganz coolen Serie und auch heute werden wir mit einem Team spielen, das seinesgleichen sucht. Wir haben, wie ihr jetzt im Titel sehen könnt, zwei absolute FIFA-Legenden in diesem Team vorhanden und ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich extrem drüber freuen. Ist natürlich No Links Wasted, wie ihr es gerne habt. Und des Weiteren könnt ihr mich unterstützen in der Videobeschreibung. Links zu Randrun für PSN, Microsoft Guthaben, Twitter, Instagram, Facebook. Einfach mal auschecken, würde ich mich ebenfalls sehr darüber freuen. Gut, ohne länger rumzulabern, wir zeigen einfach mal das Team, mit dem wir heute spielen werden und natürlich die beiden absoluten Legenden, Emil Heskey, der King und Niklas Bendtner, der Lord. Vorne in der Sturmspitze dahinter das Faultier, Kaspar Thloth, dann haben wir auf der rechten Seite Uffe Bech, auf der linken Seite haben wir einfach mal niemanden, dann das Sechser, den Sechser bildet Christiansen, Okore und ja, Julius C. seiner Innenverteidigung, rechts dann Cacciatore, links haben wir Danny Rose und im Tor haben wir Brad Huzan. Das ist ein sehr, sehr interessantes Team, das Faultier in der Mitte ist eben, ja, nicht so ideal. Man hätte da auch beispielsweise, wie heißt der denn? Ich habe den Namen vergessen. Wiebe, genau, den Stürmer hinstellen können. Der spielt auch in der gleichen Liga. Ich habe mich aber trotzdem erstmal für Sloth entschieden, weil ich den Namen lustig finde. Das heißt halt Faultier und er hat mit den Mittelarbeitsraten. Das heißt, er wird die meiste Zeit wirklich auf der 10 stehen bleiben. Was ich ganz lustig finde. Low wäre noch besser, aber auch so. Ist es schon einigermaßen in Ordnung? Ja, Bendtner mit 73 Physis, 84 Körperstärke, mittelgeringer Arbeitsraten 1,94 groß. Heskey 1,86 groß. Er hat gering Arbeitsraten. Unfassbare 44 Tempo, aber 66 Shooting und auch 72 Physis. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Beide mit hoher Körperstärke ausgezeichnet. Nicht so hohe Sprungkraft, aber trotzdem hoffe ich irgendwie, dass wir, ja, wenn dann, es nötig wird, über Kopfbälle kommen können. Noon ist relativ schnell oder No-One. Ich denke mal, man spricht ihn ja No-One aus tatsächlich sogar. Und Bech ist auch schnell. Das heißt, die können auf den Außen durchgehen, die Flanken schlagen. Also ist eher, ja, er ist Linksfuß, aber ich glaube Bech auch, ne? Ja, Bech ist auch Linksfuß. Und das ist ein bisschen schade. Dazu haben wir keinen Forster-Skiller in diesem Team. Aber dafür halt den King und den Lord. Und das sollte reichen. Ich suche einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. Mein Gegner wurde gefunden und es ist ein Bremen-Fan. Grüße an Danbo an dieser Stelle. Wenn ich dran denke, nein, nicht der Link in der Videoschreibung, den Kanal Zockerdudes findet ihr auch so. Wir haben sogar Bremer dabei mit Lukimia, mit Manon Busch, mit Finn Bartels und Zlatko Junuzovic. Dann haben wir Balotelli und Alessio Cerci, Jan Oblak, Diego Godin, Koke, Jesse Rodriguez und Gaia. Ja, ist ein interessantes Team auf jeden Fall. Wird nicht einfach, aber Lukimia ist ja ein Slapstick-Verteidiger. Von daher wird das schon irgendwie werden für unsere beiden Legenden da vorne im Sturm. Voice Break. So emotional ergriffen bin ich. So, Bendtner auf Heskey. Oh, der war, ja, ein bisschen zu weit. Also, Akinfenwa war langsam, ne, muss man dazu sagen. Aber Heskey ist, ja, auch sehr langsam. Also, das wird wahrscheinlich eine extreme Herausforderung, weil vor allem hatten wir ja bei Kollege Schnürschuh jetzt hier einen relativ schnellen daneben mit Rubio und hier haben wir Bendtner daneben. Der natürlich der Lord ist, aber trotzdem langsam. Macht aber nichts, denn Bech ist ja schnell. So, Bech gegen Gaia. Eieieiei. Ja, ein 96er gegen Valencia-Spiel. Das hätte vielleicht vor 3-4 Jahren mal funktioniert, aber jetzt ja nicht. Oh, hat er mich auseinandergenommen. Guzan. Oh, das war aber ganz schön knapp. Oh, Ballmitnahme wunderbar von Bech. Fake Shot. Flanke. Heskey war abseits, aber wieso macht er den nicht rein? Das ist die viel größere Frage. Emil, mein Freund. Oh, Balotelli macht das richtig gut und macht das 1-0. Borstjan Cesar, übrigens geiler Vorname, kommt nicht mehr in den Zweikampf und dann macht Mario einfach genau das, was er am besten kann. Das gefällt mir nicht, dass der so, also ich kann das ja mit meinen Stürmern auch versuchen, ne, aber ich kann ja mit den Forster-Skills nichts anfangen, weil ich habe keine. Das heißt, wenn ich im 16er stehe und versuche einen Job zu machen, wird daraus ein Fake-Shot und hundertprozentig ein Ballverlust, weil die Agilität meiner Spieler ungefähr 30 ist, vielleicht. Heskey kannst du natürlich auch gut schicken, das ist, eine super Idee. Übrigens war Heskey auch einer der Stars, beziehungsweise vielleicht sogar der, ja doch eigentlich der Star, in meiner sehr beliebten FIFA 14 Serie, oh, All-Star Time, Bendtner versucht's hier mal. Die Serie wird übrigens nie wieder zurückkommen. Also ich werde vielleicht nur irgendwann mal ein Special machen, so, aber als Serie wird es das nie wieder geben, einfach weil, ne. Sarkasmus ist immer relativ schwer auf YouTube. So, nebenbei bemerkt, das Spiel, ja, also FIFA allgemein, Ultimate Team jetzt gerade, oh Gott, genau sowas meine ich. Ich finde, dass es seit dem letzten Patch, und der Patch ist ja, was macht du, sorry, aber genau das meine ich, ey, das ist so, das Spiel ist wirklich richtig beschissen geworden in meinen Augen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde, es wird von Tag zu Tag eigentlich schlimmer. Ja, also was wirklich am Anfang echt noch Spaß gemacht hat, ist mittlerweile richtig beschissen geworden. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, also was sie da genau gepatcht haben, aber es ist einfach,
ich finde, der Spielspaß ist komplett weg. Also, weiß ich nicht. Ich spiele nur noch Karrieremodus. Bendner versucht's mal wieder, aber nicht erfolgreich. Kreatore und Heskey kommt nicht ran, weil ich nie mal anwählen darf. Ja. Was war das für ein Abwurf? Ey, das ist so eine Gurke, der Kerl. Ja, feier dich noch. Ich glaube, es gibt wirklich Altersschwäche bei den Keepern in FIFA 16. Oh, oh. Alter, du bist Linksfuß. Was ist das für eine Flanke? Komm, Bendner, Bendner! Ah, oh, da ist wieder einer dazwischen, beziehungsweise zwei dazwischen. Obwohl Heskey den so schön abgelegt hat. Jawohl, tritt ihn um. Bendner! So will ich das sehen. Das ist eine Bude, die mir sehr gut gefällt. Ich habe es eigentlich geschafft, zur Kamera zu laufen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Zu schade. Ich hätte gerne gesehen, wie die beiden, also er und Heskey, jubeln. Im richtigen Moment nicht im Abseits, sondern auf spitzen Winkel. Bam! Unter die Latte keine Chance. So, jetzt müssen wir irgendwie noch zurückkommen. Ah, Okoro auf dem Vormarsch. Ja, zumindest mal kurz. Hat er ja die Physis für, beziehungsweise das Tempo mit 81. Fehlt jetzt aber natürlich hinten. Den nicht ein bisschen souveräner halten kann. Das ist aber allgemein ein Torhüter-Problem dieses Jahr. Also die sind, genau wie mit den Elfmetern, einfach nur ganz, ganz dämlich. Hesko, da wäre er fast gewesen, da wäre er fast gewesen. Und Oblak kriegt irgendwie noch seine eine Pranke dran. So Christiansen auch nochmal in die Gefahr, ganz vorne aufs Foul hier. Kaspar Sloth, jawohl, 2:2, 80. Minute ungefähr. Gut, es ist die 78. Aber soll mir egal sein, dass wir den Courage Dance hier raushauen. So wollen wir das sehen. Christiansen mit dem Ball auf Fauli und der macht das dann da richtig gut. Eine schöne Ballkontrolle, schnell genug mit seinem 69 Tempo und mit der Bude. So, ab in eine Verlängerung. Oh, Heskey. Heskey gegen Leukemia. Da wäre es fast gewesen, das Slapstick verteidigen. Also es war da, aber es hat nicht ausgereicht. Alter, das ist sowas genau, was ich meine. Dafür wird es auch Elfmeter geben. Das ist total lächerlich. Was, wo war da denn ein Foul? Das ist vielleicht in nicht meiner zweiten Kreisklasse, ist das ein Foul. So, Verlängerung. Also ich muss leider sagen, ne? Man mag meinen, Akin Fembwa ist unnütz wegen seinem Tempo. Aber Heskey bringt das Ganze nochmal auf ein neues Level. Der ist sowas von unfassbar unnütz. Also 83 Sprungkraft, 90 Stärke, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber mit denen kannst du absolut gar nichts anfangen. Gut, außer Flanken, aber da habe ich jetzt auch nicht die Experten für. Bechert 66 und Noon hat 74. Das haben wir ja vorhin gesehen, was der für 74 Flanken hat. So, Freunde, ab auf Konter mit unserem absoluten Pace-Win-Team. So, kommt wieder das Faultier. Heskey, den du vergessen kannst. Da ist aber Noon. Und zweiten Pfosten. Oh, nee, Bendner ist nicht da. Bendner hätte da sein sollen. Aber Bech bringt ihn nochmal rein, und zwar auf Bendner. Der ist vor Gaia am Ball. Und in der Mitte steht jetzt Heskey. Da steht Heskey, und das war dann Gott sei Dank ein Eckball. Ansonsten hätte ich mich echt beschwert über dieses angebliche Kopfballpräzisionsspiel, was der hat. Guck mal, wie erschöpft der ist. 26 Freischusspräzision. Holy moly. So, Christiansen. Bring den rein. Ich sehe Bendner und ich sehe Heskey. Oh Mann, Gusen! Das ist doch echt. Wie schlecht kann ein Torwart denn bitte sein? Sorry. Oh, Bech! Bech! Jawohl! Bech! Ofe Bech! Macht den Ausgleich! Und zwar postwendend! Und wie? Also gut, war jetzt abgefälschter Schuss und mehr Glück als Verstand, aber mit dem schwachen Rechten haut er den da so. Ja, okay, das war auch wieder richtig beschissenes Torwartspiel. Und das ist Oblak. Der sollte nochmal ein Stückchen besser sein als die amerikanische, oh, der amerikanische Dinosaurier, wollte ich eigentlich sagen. Gut, dass ich es nicht zu Ende gebracht habe. Gewürzkeim kommt nochmal nach vorne. Balotelli. Immer mit diesen Berberspins, die sind dieses Jahr aber einfach overpowered. Das könnte eigentlich Tobi sein, gegen den ich hier spiele. Heskey ist verletzt, vielleicht reicht es für einen letzten Antritt, wollte ich sagen, aber das war ja. Das ist.
kann sie ja nicht Antritt nennen eigentlich. Er hat einfach gar keinen Fitnessleiste mehr. Und der ist mit 99 Fitness ins Spiel gegangen, ne? Darf man nicht vergessen. Borstian Cesar. Ja, Mann. So, Heske. Oh Gott. Das bereue ich ja jetzt schon wieder. Oh. Zieht nochmal vorbei. Und setzt Christiansen ein. Und Christiansen setzt Bendtner ein. Gut, flanken kann ich jetzt gerade nicht. Aber zurücklegen auf Kachiara. Oh ja, das war natürlich ganz stark. Ja, wir gehen ins Elfmeterschießen. Auf geht's. Und direkt der Erste, der Dinosaurier. Das überrascht mich nicht. Der Lord. Ja, siehst du, der kann nämlich Elfmeter schießen. Zack. Bringt mir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. So, Cherchi. Hab ich. Das ist auch so eine Sache. Nicht nur, dass die Elfmeter lächerlich sind, die Torhüter bei Elfmetern sind auch extrem lächerlich. Wirklich extrem. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt muss ich den nur reinmachen. Das wäre schon wichtig. Oh, ganz, ganz knapp. Aber der ist drin, anders als Heskey. So, halten und gewinnen. Das wäre jetzt natürlich das Ideale. Rechts. Ey, Mann, Gusen! Super. Jetzt verlieren wir das Ganze, weil der Lachs den gerade nicht hält, obwohl ich richtig springe. Danke! Ich hab dahin gedrückt, du Wichser! Oh, nee. Also den Typen, den kannst du echt komplett in die Tonne treten. Ich behalte jetzt eigentlich alle Spieler in meinem Verein, aber den werde ich definitiv abstoßen. Was für eine Pflaume. Gucken wir uns nochmal die Highlights des Spiels an. Des Spiels von Brett Guzan. 10 Paraden. Ja, wahrscheinlich alles die Rückpässe. So, analysieren wir mal das Spiel von Brett Guzan. Parade. Okay. So, Balotelli 1-0. Ja, gut. An sich sagt man da jetzt, kann er nicht wirklich was machen, aber... Der Sprung ist trotzdem leicht lächerlich. So, das zweite Tor, Junuzovic, was war da? Ja, das war ja dieses... sehr frag... Nee, gar nicht fragwürdig. Den muss er haben. Also, egal aus welchem Winkel ich den betrachte, den muss er haben. Okay, gut. Kommen wir zum dritten Tor. Und bei dem bin ich mir auch relativ sicher, dass er das richtig schlecht gemacht hat. Ja, Freier, kannst du die... Bitte was? Er weicht mit seinem Arm aus. Hätte er ihn einfach unten gelassen, hätte er einen... Oh Gott. Also, FIFA ist AIDS. Und zwar richtig. Ich spiele wieder Karrieremodus. Hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode von Deal With. Bis dann. Haut rein und ciao.